Hallo Leute, da sind wir zum Rückspiel Paderborn gegen Manchester United. Boah, mein Puls schlägt aus. Es ist halt nur krass. Barcelona ist weiter gegen Lyon, Paris auch, Chelsea auch. Bei Wolfsburg weiß ich es jetzt nicht. Wir sehen Wayne Rooney, Smalling, De Gea, Johnson. Oh mein Gott. Komm. Komplette Mannschaft, Wayne Rooney, Reus ist bestimmt auch noch drin. Es wird schwer für die B11. Aber wir haben das Hinspiel auch gewonnen. 2-1 durch ein Tor von Oliver Kirsch und eine schöne Vorbereitung von Oliver Kirsch. Also, wir dürfen uns hier nicht unterschätzen. Oder sie sollten uns nicht unterschätzen. Oder wir unterschätzen einfach nicht mal United. Oh, Kicks-Zombie stark. Fellenreuther. Wir müssen ein bisschen aufpassen. Christian Bicke. United drückt. Ruck. Bertels. King Sommi. Bisschen Ballbesitz. Wenn wir so lange den Ball haben, können sie kein Tor schießen. Olsen. Kleimet. Ganz unten steht er. Der Heinelot. Oh, da hat der Reus echt gut gemacht. Hat er gut erahnt. Und das macht aber Bicke auch stark. Der zeigt wieder Schweinsteiger, warum er Weltmeister geworden ist. Damian. Das stark gegen Guali, aber der setzt natürlich nach. Schneiderlin. Schön von Rooney. Bertels jetzt gegen Marta. Und das ist Stöger. Guali. Sucht der Ruck. Heinelot. Schickt jetzt mal Christian Bicke. Und holt einen Einwurf für uns raus. Oh, ich bin so mega angespannt. Oh, Olsen, yo. Climate, oh, jetzt gehen wir los hier. Christian Bicke. Bicke. Climate, oh, Johnson. Johnson. Klärt, Alter, der Sack. Reus. Oh. United-Fans, die unterstützen ihre Mannschaft seit Jahren. Und das in der Champions League sehr gut. Wir werden sie auch, ich glaube, noch sehr oft hören. Climent. Schön. Schön. Hat er hier viel Platz? Sieht er Stöger. Oh, behauptet hier den Ball schön. Bertels. Wird nicht angegriffen. Ich drück auf. Ja, okay, ist egal. Dann haben wir die Mumme wieder. Okay, haben wir den ja nicht. Hab ich jetzt nicht verstanden, warum er den Ball nicht rüber gespielt hat. Ruck jetzt gegen Damian. Wali auch noch. Wali gegen Schweinsteiger und die kennen sich natürlich. Paderborn damals gegen Bayern und da war er noch dabei. Bertels, schön. Raus damit. Und jetzt Wali, komm. Schön. Auf Kevin Stöger. Geht hier vorbei. Oh, Smalling. Chris Smalling. Pereira, Rooney. Und Stöger hat sich verletzt. Ich hab da. Müssen wir halt mit Waldschmidt auf links spielen. Ist doch scheiße. Ist doch scheiße, was die da machen. Spast. Schiss. Böses Wort. Spast. Rooney holt das Kopfballduell. Marta gegen Bertels jetzt. Bestimmt wieder ins Tripling, ja. Schneiderlein. Lin. Schweinsteiger. Gegen Pepic. Oh, fast den Ball noch geholt. Und King Zombie. Olsen. Oh, Pepic. Heinelot kommt da nicht ran. Der Ball zu Schweinsteiger. Und da ist... Nein, 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 nein. Oh, schön. Waldschmidt. Auf Pepic. Der sucht... Bertels findet Waldschmidt. Und jetzt Guali. Sucht da Lene Olsen. Oh, Johnson.
Ach, das ist doch stark. Jetzt komm. Stark, Waldschmidt. Schneiderlin zu Jones. Oh, Kleiman kommt da nicht hin. Oh, Pepic. Schneiderlin. Oh, schön von Guali. Sucht er Olsen jetzt. Und der sucht da Christian Bicke. Ah, kommt da gegen Schorn nicht vorbei. Oh, holt den Ball aber. Ich wollte nicht auf Guali, ich wollte auf Lene Olsen spielen. Der Ball ist im Aus. 36 Minuten, kaum Torszenen. Kleiment gegen Schweinsteiger macht das stark. Jan Kleiment. Kleiment! Aber De Gea. Oh Mann. King Zombie stark. Mit viel Wucht gegen Wayne Rooney. Und jetzt Christian Bicke. Sucht er Otzen. Oh, Smirling. Das nicht ein Foul ist, ich weiß ja nicht. Bicke. Heinelot. Michael Heinelot. Bertels, wieder Heinelot. Holzen. Schlechte Flanke, die sind, ich glaube, vom Spann gerutscht. Juan Mata, oh, macht das stark gegen Waldschmidt, wird es jetzt aber schwer für ihn. Schön, stark von Waldschmidt. Schön von Pepic. Schiri, wollte doch schon sagen. Stellt er doch Körper im Weg und dann kommt er und drückt weg. Waldschmidt gegen Mata. Kleiment. Oh, kriegt den Ball nicht zu Waldschmidt. Oh, United macht mich aber auch verrückt. Guali. Ey. Pereira, der das 1-0 im Hinspiel geschossen hat. Und Guali holt sich hier den Ball. Schön. Und oh, Kleiment renne ich weg. Ich wollte doch mit dir Doppelpass, du Vollidiot. Damit ich deine Schnelligkeit ausspielen kann. Mann, ey. Nein, du Dummbolz. Turin braucht 2 Tore, United braucht 2 Tore. Beim 1-0 werden wir trotzdem weiter. Das ist das einzigste Gute hier. Pepic gegen Shaw und das macht da wieder stark. Bloß ist da auf der Seite keiner, doch Bertels jetzt. Jetzt los, Junge, Waldschmidt, zieh. Ja, Waldschmidt stark. Waldschmidt, Weltklasse auf Kleiment. Kleiment 1-0, Paderborn. Die Paderborner rasten aus hier. Waldschmidt, der den wunderschön auf Jan Kleiment rüberschippt. Und der bleibt dann eiskalt. Der fliegt aber genau in den Strafraum. De Gea. Bleibt zu weit oder bleibt zu lange im Tor drinne, entscheidet sich falsch und Kleiment, ja, dann eiskalt ins lange Eck. Das sieht aber auch so aus, wenn ich drauf vorstehen würde, würde ich auch denken, dass er den ins kurze Eck schießt. Macht er halt nicht, trifft den Ball mit einem Außenriss und dann führen wir mal 1-0. Wenn jetzt United 2 Tore schießt, dann sind wir nicht raus, dann wird es in die Verlängerung gehen. Lass Team bloß keinen dritten Treffer schießen, also überhaupt Tore schießen, das wäre überhaupt ein Ziel. Oder ist ja bis jetzt ein gutes Ziel von uns, dass sie noch kein Tor geschossen haben. Mata jetzt, gegen Waldschmidt. Ist jetzt da auch immer den zwei, als zweiter Sieger rausgegangen. Oh, schön geklärt von Heinlot. Das wäre Reus mit einer Schussmöglichkeit. Den hätte er bestimmt reingemacht. So, jetzt. Kleiment kriegt den Ball nicht rüber. Kleiment. Oh, kommt da nicht ran gegen Rakitic. Und ruck. Bertels. Bertels auf King Zombie. Der sieht ruck und der spielt ihn eigentlich gar nicht so schlecht. Nicht dumm. Guali. Und was weiß ich mit weiß, dass klar Guali rennen kann. Und das macht er hier nicht schlecht. Rutte fast den Ball nochmal. Ah, Schneiderlin. Behauptet den Ball. Pepic, komm Junge. Pepic, stark. Och, der Ball kommt ein bisschen
Nee, doch nicht. Bertels. Oh. Das 2-0, ich würde mal sagen, ist fast schon entschieden dann. Clement. Oh, komm, schieß doch. Oh, Olsen. Und jetzt Clement. Clement. Boah, nein. Ich habe gedacht, der ist drinne. Ich habe gedacht, der segelt hinten rein. Nee. Schweinsteiger runter. Boah, was für ein Schuss von Jan Clement. Der kann das halt. King Zombie, los, wieder Kopfballduell gewonnen. Schön. Pepe, schön. Bertels. Waldschmidt. Bertels. Guali, schön. Clement auf Guali jetzt. Oh mein Gott, wo ist er hin? Damian macht das nicht schlecht, aber Guali geht gleich wieder rauf. Bicke gegen Shore. Ah, schade, kommt da fast ran. Oh, Schneiderlin, jetzt. Ich schon fast gedacht, dass er da hinspielt. Der Schwein oder das Schwein. Rooney. Ganz schön weit weg vom Tor. Das ist überhaupt nicht seine Position. Er muss auch vorm Tor stehen. Shore jetzt. Luke Shore. Oh mein Gott, Juan Mata. Daniel Ruck und da ist Weltreuter. Waldschmidt, schön, wartet auf Guali und er zieht jetzt das Ding hier an. Oh, der wird ohne gar nicht so richtig angegriffen. Damian, oh, tretet über den Ball. Ist doch kein Foul, Schiri. Ist doch kein Foul. 10 Minuten sind jetzt schon vorbei nach dem 1-0-Treffer. Oder nee, sind ja schon mehr. War ja eine 49. Minute. Und United hat gar nichts dagegen. Ja, gegenzuschmeißen, gegenzuwerfen. Keine Ahnung. Also, da kommt gar nichts von United. Jetzt setzen die perfekt unter Druck. Holen uns hier fast wieder den Ball. Aber wir wissen, es geht schnell. 2 Tore im Fußball. Jetzt müssen wir aufpassen. Der kommt nicht schlecht, aber Wellenreuther ist da. Oh, Waldschmidt, schöne Mitnahme. Oh, Quali kann den Ball nicht weiterleiten. Chris Smalling. King Zombie. Olsen. Bicke. Sucht jetzt nochmal Quali. Und der schickt nochmal Jan Clement. Clement. Geht hier vorbei. Nein, nein, der Schor, der Sack. Abwehrriegel. Rooney. Rooney. Wellenreuther. Weltklasse. Da macht er es egoistisch. Das kennt man gar nicht von Rooney. Ja, und das ist ja klar, dass sich die Mitspieler aufregen. Den hat er, Wellenreuther. Den hat er auch. Und jetzt schnell spielen. Oh, Bicke, komm. Gegen Shore. Der hat aber irgendwie Körper, weiß ich nicht. Stärke von 95. King Zombie stark. King Zombie stark. Guali, komm. Waldschmidt, schickt mal kurz Jan Clement. Einfach Ball weg. Och. Rakitic. Raus auf Rooney. Blind. Und blind. Und Wellenreuther hat die Mumme. Guali, Waldschmidt. Vorbei an Damian. Sieht da oben den Olsen. Bicke. Ja, dreht auch nochmal ab, der Christian Bicke. Flankenwechsel, genau auf Waldschmidt. Quali läuft auch nochmal. Schön. Der Franzose kommt hier nicht vorbei, oder? Nee, auch nicht im Nachsetzen. Schön. Aber den Einwurf und es ist die 90. Minute, das Ding ist hier durch. Reus geht da nochmal drauf, gut. King Zombie, schön, wieder gut verteidigt. Waldschmidt, Quali, Waldschmidt. Waldschmidt kommt da nicht zum, also kommt zum Schluss, aber nicht aufs Tor, den Ball. Und er ist es zu Ende.
Viertelfinale für den SC Paderborn gegen Manchester United. Real Madrid spielt ja schon lange nicht mehr mit. Es war jetzt hier nicht so das überragende Spiel um Torchance, nein. Es war sehr taktisch. Mal sehen, ob Bayern und Wolfsburg auch weiter sind. Wäre schön. Spieler verletzt, ja. Quali verlängert. Turnierpreis, nochmal 5 Millionen. 4 Wochen fällt Kevin Stöger aus. Ich glaube, der war sowieso, genau, der war sowieso nicht drin, ne? Und jetzt ging Schalke 04. Ein Sieg. Das sind 12 Punkte auf dem 4. Na, immer mal eine Torjäger nochmal. Ja. Wir gucken mal, gegen wen wir jetzt Champions League spielen. Barcelona. Und ihr wisst es, im Real Sociedad Let's Play zerstören wir irgendwie immer Barcelona. Vielleicht haben wir das Glück hier auch. Wir sehen Barcelona, Bayern, Köln, Leverkusen, Bochum. Köln am Ende des letzten Spieltages auch nochmal. Spiele noch. Manometer. Und dann sehen wir uns gegen Schalke. Haut rein, bis dann und ciao.